Das ist Samstagmorgen, so 10:45 und ich habe zwar auf dem Herweg schon viele aktive Leute getroffen, die Sport gemacht haben und Gassi gegangen sind und so, aber hier ist es bisher total ruhig, was menschliche Aktivitäten angeht. Und heute waren auch die Krähen alle schon wieder da, als ich die Stelle noch befüllt habe und haben schon fleißig abgeräumt. Da gab es schon wieder Zank und Streit um die Reste da unten an der Futterstelle. Also ich sitze hier zwar in Jacke, aber das ist nicht kalt. Das ist sehr angenehm. Wir gehen schon wieder Richtung 30 Grad am Tag. Und ich habe die Jacke an wegen der Mücken. Also die sind also bestialisch. Die sind nur um einen rum, der Hammer. Überall Stiche, ich bin schon ganz zerstochen. Und hier, wie man hört, ist ein Grünspecht-Duo um mich rum. Ob das jetzt Mama, Papa und Kleiner oder das Ehepärchen ist, keine Ahnung. So konnte ich das noch nicht sehen. Ich höre sie immer nur und sehe mal so einen ganz fixen Fliegen. Aber das war es dann auch. Sie sind allerdings hier rund um die Stelle schon seit ich hier bin. Also vielleicht habe ich ja endlich mal Glück und kann einen schönen Film machen davon. Manchmal hört man das wehklagende Geräusch von Jungvögeln, Jungkrähen, die gefüttert werden. Das hört sich sehr komisch an von Ferne. Hier oben hat irgendjemand so ein paar dünne Äste überall abgeschnitten und abgesenzt und mitten auf den Weg gepackt. Da fragt man sich wirklich, wozu das alles gut sein soll. Also mit dem Zaun sind die hier jedenfalls nicht in Verbindung geraten oder in Konflikt. Und auch die Wege sind generell völlig überwachsen hier oben. Also das hatte weder Sinn noch Verstand, wer das wohl gewesen ist und wozu. Also, wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann man da nur sagen. Es ist unterdessen doch ziemlich bedeckt. Die Sonne war ganz fix weg und dicke Wolken haben sich davor geschoben und die sehen auch echt gar nicht so nett aus. Also von daher, eigentlich hatte ich gestern allerdings geguckt, wie es heute werden soll und da war von Regen und so nichts zu lesen. Aber es fühlt sich doch ganz so an und das ist auch irgendwie so Gewitterluft. Ja. Auf jeden Fall jo, ist mein Paket angekommen, alles hat reisenden Absatz gefunden und ich bin heute ganz zufrieden. Zum Glück, weil die letzten Tage haben mich doch schon ganz schön geschlaucht, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich nicht nur genervt, sondern richtig getroffen. Und ja, sieht hier aus wie auf dem Mond im Moment, auch dass da drüben noch weitere Äste abgesäbelt wurden. Naja, aber mir nehmen die Vögelchen das offenbar nicht übel. Sie kommen und holen sich das. Und ja, ich bin ganz heiser. Ich trinke zwar hier immer meinen Tee, aber naja. Ich jedenfalls sage schon mal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und für das Interesse. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn ich noch was Schönes unterwegs auf dem Heimweg finde, dann hänge ich das jetzt noch hinten an. Bis dann. Tschüss.